Guten Abend und herzlich willkommen hier bei JFD Brokers. Mein Name ist Stefan Friedrichowski. Ja, mittlerweile schon ein gewohnter Termin und mich freut es natürlich besonders, dass ihr wieder so zahlreich den Weg hier hingefunden habt in diese Webinarreihen bei JFD Brokers. Der Broker, der uns auch das Ganze hier mit ermöglicht. Und ja, ich freue mich natürlich, hier auch wieder etwas von meinen Ideen mit euch teilen zu können. Ja, heute haben wir mal ein, ja, etwas anderes Thema. Es ist noch nicht so direkt die nächste Strategie. Es ist mehr und unter dem Blickwinkel sollte man das Ganze heute auch betrachten. Es ist vor allen Dingen, ich nenne das mal konzeptionell. Es geht mehr um ein anderes Konzept des Tradens, als dass ich heute jetzt so eine ganz fertige Strategie präsentiere, wie ich es in den letzten Webinaren ja auch schon ein paar Mal gemacht habe, von Power Candles und Pair Trading und dergleichen. Naja, heute wollen wir uns mal ein bisschen wieder konzeptionell ums Traden kümmern und dabei halt einen Ansatz mit unter die Lupe nehmen. Und dieser Ansatz ist, sind die sogenannten Martingalen Trading-Strategien. Ich muss gestehen, ich weiß nie so ganz genau, wie man das Wort jetzt ausspricht, ob ich jetzt Martingale sagen soll oder Martingale, aber egal, wahrscheinlich sage ich es mal irgendwann mal so und mal so, ob es eher Englisch oder Deutsch oder ja, wo auch immer der historische Ursprung ländermäßig ist, aber zu dem historischen Ursprung kommen wir nichtsdestotrotz. Wie immer, die paar Vorbemerkungen vorweg. Also ihr seht hier unten schon meine E-Mail-Adresse. Könnt mich gerne auch nochmal so dann persönlich kontaktieren, ohne Schwierigkeiten einfach über diese E-Mail-Adresse. Der nächste Hinweis, die Folien habe ich bereits also hochgeladen, so dass ihr sie herunterladen könnt. Das geht direkt in dem Go-To-Webinar-Bedienpanel. Und schließlich und endlich natürlich der letzte Hinweis, wie immer, der Risk-Disclaimer. Also ich muss natürlich darauf hinweisen, dass wenn ihr schließlich und endlich tradet, tut ihr das wie immer und gewohnt auf eigene Verantwortung, auf eigene Rechnung. Und das gilt insbesondere für das Thema heute, weil wir heute sozusagen uns mit hochriskanten Ansätzen beschäftigen und kriege hier schon gerade auch den ersten Hinweis von einem Teilnehmer von euch. Naja, ich lese ihn mal so vor, wie er da steht. Martin Geil bis zum Margin Call. Naja, das betrifft insbesondere das Risiko ist heute ein besonderes Thema, weil Martingale Strategien in ihrem Ursprung eigentlich Strategien mit unendlichem Risiko sind. Aber dazu natürlich mehr. Also deswegen nochmal erst recht der Hinweis auf den Risk Disclaimer. Was wollen wir heute in Summe alles genauer behandeln? Ich möchte kurz auch nochmal zeigen, wo es eigentlich herkommt, diese ganzen Martingalen Strategien, was so der Ursprung davon ist. Dabei findet man dann auch nette Anekdötchen. Aber an dem Konzept, und das Konzept ist der Roulette-Tisch, werden wir auch erstmal einen Blick drauf werfen, was das eigentlich bedeutet, wenn man so tradet. Und mit diesen ersten Erfahrungen, die wir aus dem Roulette-Tisch ableiten, können wir allerdings schon erste Konzepte für das Traden einer solchen Strategie entwickeln. Wir werden das schon in diesem ersten Schritt dann sozusagen eine erste Zähmung vornehmen, also es ein bisschen handzahmer machen, so dass wir dann doch wieder mit unseren normalen Trading-Ansätzen und Konzepten auch da zurechtkommen und wir das Ganze dann auch wieder professionell angehen, weil der eigentliche Martingale-Ansatz ist eigentlich hochgradig unprofessionell. Und dann wollen wir es noch ein bisschen weiter zähmen, indem wir nämlich ein bisschen uns anschauen, welche Underlyings wären denn eigentlich hier jeweils geeignet? Und schließlich und endlich will ich euch das dank Peter Müllner, der genau heute Morgen schon den ersten Expert Advisor dafür fertiggestellt hat, will ich doch es hier gleich nachher auch mal wagen, sozusagen ein bisschen davon live vorzuführen. Die ideale Zeitpunkt wäre übrigens heute Mittag gewesen oder auch in dem ganzen Nachmittag, weil da war ein bisschen mehr Volatilität im Markt. Logisch, heute war mal wieder EZB-Zinsentscheid, aber es ist fast wie beim Fußball. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Also der nächste Zinsentscheid kommt auch bald wieder. Also
das Ganze iteriert sich ja nun mal auch immer munter. Aber wir wollen da mal ein bisschen das Konzept uns auch mal live angucken, und dann einfach mal direkt auch in einem Trading-Account, selbstverständlich in einem Demo-Account, ist nämlich alles noch in Testphase, da dann uns auch noch ein bisschen genauer angucken. So, Martin Gahl, wo kommt das eigentlich her? Na, ich hatte das Wort schon erwähnt, eigentlich vom Roulette-Tisch. Und es ist eine Roulette-Strategie, die sogar ziemlich verbreitet ist und auch viele Leute das so machen. Zumindest habe ich das so gelesen. Ich selbst war bisher in meinem Leben erst zweimal im Casino und habe da tatsächlich auch einmal diesen Ansatz verwendet. Wohl wissend, was ich da tue. Aber das wisst ihr gleich auch oder ihr wisst es ohnehin schon. Das Grundkonzept ist dahinter nämlich ziemlich einfach. Am Roulette-Tisch, ohne dass ich jetzt wirklich der Experte für Roulette-Regeln bin, gibt es unter anderem die Möglichkeit, einfach auf Rot oder Schwarz zu setzen. Naja, und dann wird anschließend dieses Drehkarussell angeworfen und dann kommt halt entweder eine rote oder eine schwarze Zahl. Und ich lasse jetzt mal einfach der Vereinfachung wegen die grüne Null auch noch weg. Die macht das Ganze nur noch einen Ticken schlimmer. Aber egal. Also man setzt auf Rot oder Schwarz und wenn man meinetwegen 5 € auf Rot setzt und Rot kommt, na, dann kriegt man in Summe 10 € ausgezahlt. Und wenn dann Schwarz gekommen ist, dann sind die 5 € weg. Also, wenn man jetzt 5 € setzt und ich sage, man bekommt 10 € ausgezahlt, kann man jetzt fragen, ob er sein eigenes Geld auch noch wieder gekriegt hat, sei es drum. Aber so sind halt die Regeln. Und der Martingaler-Ansatz ist jetzt einfach der, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt verloren habe, in der ersten Runde, dann verdoppel ich anschließend meinen Einsatz. Und wenn ich dann wieder, weil, bleibt mal bei dem Beispiel, ich habe 5 € gesetzt, die dann verloren, beim nächsten Mal setze ich dann 10 €. Und wenn ich dann gewinne, ja, prima, kriege ich 20 ausgezahlt. Und ansonsten setze ich beim nächsten Mal 40. Das heißt, ihr seht schon, was da passiert. Das ist exponentiell, also man verdoppelt im Verlustfall seinen Einsatz. Und nur wenn man gewinnt, zieht man natürlich einerseits den Gewinn ein und beim nächsten Mal startet man wieder mit seinem Ursprungsrisiko, also sprich mit den 5 €. Und ich habe hier euch auch nochmal einen Weblink mit reingesetzt, den will ich auch nochmal einmal kurz zeigen, weil der ist in der Tat durchaus mal kurz interessant zu lesen, vor allen Dingen, weil es da so einiges die Strategie wird ja hier auch nochmal beschrieben und man kann das Ganze, wenn man es ein bisschen mathematisch angeht, auch komplett durchrechnen. Ich werde euch das gleich einfach wieder an einer Excel-Simulation zeigen, was dann wann wie passiert und welche Erwartungswerte da sind. Was ich in Summe hier nochmal zusätzlich sehr interessant fand, war der Hinweis, ein Verfechter dieses Ansatzes war Giacomo Casanova, der sicherlich allseits bekannt ist, der also tatsächlich diesen Ansatz auch gespielt hat und damit auch mal gewonnen hat, aber halt auch schließlich und endlich alles auch wieder verloren hat. Wenn ich jetzt sage, das sind die Regeln von einem solchen Ansatz und dass das sehr viel mit Traden zu tun haben kann, dazu kommen wir natürlich noch logisch, will ich auch erstmal kurz mal in einem Excel-Sheet zeigen, wie das Ganze da sich dann eigentlich anfühlt. Ups, jetzt habe ich das gar nicht geöffnet. Geht sofort los und here we go. So, und wir fangen erstmal mit diesem Schema hier an. Also, was dieses Excel-Sheet hier abbildet, ist exakt den Ansatz, den ich gerade beschrieben habe. Nur hier, also mein Einsatz 5 € und dann da ich jetzt hier keinen Roulette-Tisch im Excel eingebaut habe, würfle ich hier einfach eine Zufallszahl. Diese Zufallszahl ist zwischen 0 und 1. Und ja, solange sie unterhalb von 0,5 ist, dann bezeichne ich das als Gewinner. Und deswegen steht jetzt hier beim ersten Mal A unter 0,5. Deswegen habe ich genau meinen Einsatz gewonnen und habe also in Summe 5 € verdient und nichts verloren. Und deswegen ist mein Konto, was bei 200 € startet, auch im ersten Schritt hier auf 205. Gehen wir mal weiter.
der zweiten Roulette-Runde kommt jetzt hier eine Zufallszahl größer als 0,5. Also ich habe sozusagen die falsche Farbe gesetzt. Übrigens in der praktischen Bedeutung am Roulette-Tisch braucht man eigentlich gar nicht überlegen, ob man jetzt rot oder schwarz setzt. Man kann auch einfach immer rot setzen. Das tut überhaupt nicht der Sache zum Abbruch. Und so ist es praktisch hier jetzt auch. Naja, und in der zweiten Runde sieht man, Zahl ist größer, 0,5. Deswegen ist es ein, nennen wir mal, Loser-Trade. Und deswegen haben wir hier auch wieder 5 Euro verloren. Dann gehe ich natürlich beim nächsten Mal hin und verdoppel meinen Einsatz, der leider wieder zu einem Verlust führte. Und dann nächste Verdopplung, 20 Euro und, wie man sieht, gewonnen. Was ihr hier seht, ist jetzt schon mal eine Folge von 100 solcher Roulette-Würfelrunden. Also ne, Würfeln ist eigentlich das falsche Wort. Also 100 solcher Durchläufe. Und weil wir ja nun mal alle Trader sind und Equity-Kurven lieben, habe ich das Ganze hier als Equity-Kurve dargestellt. Was bezeichnend ist, die Equity-Kurve, genial, geht nach oben. Schön sauber nach Norden. Und wenn man es sogar genauer untersucht, wird man feststellen, dass die Steigung hier genau 2,50 Euro ist. Auch wenn sie jetzt in meinem konkreten Beispiel gerade 2,41 Euro ist. Das ist sozusagen der Erwartungswert, den ich hier habe pro Runde. Jetzt fragt sich vielleicht schon der eine oder andere, ja, und was ist jetzt hier daran schlecht? Das ist doch der Ansatz, das ist doch genial. Bei dieser Equity-Kurve würde ich doch sofort einsteigen. Und das ist auch eine typische Equity-Kurve, wie sie hier rauskommt. Und alles ist im grünen Bereich. Wir sehen natürlich, was hier auch immer dann mal passiert. Das sieht man da, wo die Equity-Kurven hier so mal steil nach unten laufen. Da sind wir halt in einer solchen Verlustserie. Aber irgendwann kommt dann wieder der eine Gewinner, der uns natürlich hier komplett nach oben katapultiert wieder. Und wir sind wieder zurück sozusagen auf unserer Geraden. Soweit, so gut. Ich mache einfach mal, und das ist halt hier im Excel so schön einfach, ich drücke einfach nur F9 und dann kriege ich eine neue Würfelrunde. Also ich würfel nochmal neu. Boah, diesmal ist eigentlich noch alles noch viel besser gelaufen. Auch okay, auch okay. Und da haben wir den Salat. Einfach nur eine andere sozusagen Würfelrunde, eine andere Abfolge von Trades, von Roulette-Ereignissen. Und ihr seht, was mit meiner Equity-Kurve passiert ist. Na, die Gerade ist immer noch schön da. Nur ist meine Equity-Kurve hier mal gnadenlos abgeschossen. Und zwar auf den Kontostand von grob minus 2.500 Euro. Jetzt kann man fragen, wie ist das zu interpretieren? Na gut, die nüchterne Interpretation ist einfach. Ich bin bankrott. Also mein Konto habe ich geplättet. Weil ich bin sogar hier in die Minuskante gegangen. Das wäre die Negativbetrachtung. Die Positivbetrachtung wäre daran zu sagen, na gut, wenn ich denn dicke Taschen habe an diesem Roulette-Tisch, heißt das ja nur, ich muss nur ein bisschen tiefer in meine Tasche greifen, dann durchstehe ich auch das, was jetzt hier mein sogenanntes Minus erstmal ist. Und dann komme ich hier wieder hoch. Das Dumme ist nur, sowas passiert hier halt. Da passiert es mal nicht ganz so dramatisch. Ihr seht, was hinter diesem Ansatz passiert. Naja, wir haben zwar immer unseren positiven Erwartungswert. Das Dumme ist nur, dass wir immer wieder auch diese Monster-Verluststrecken ab und zu kriegen. Und dann jetzt wie hier in meinem Fall, weil ich einfach Startkapital auf 200 Euro gesetzt habe, wo ich dann hier durch die Null durchgehe. Um das noch ein bisschen mehr nur darzustellen, habe ich mal einfach die Anzahl der Trades hier auf 1000 erhöht und dann sieht man, dass mal ein bisschen häufiger eigentlich solche Sachen passieren und ich habe jetzt sogar mein Startkapital auf 1000 Euro erhöht. Das heißt, hier bei dieser Runde bin ich glimpflich davon gekommen, hier dreimal der Ruin, hier dreimal der Ruin, hier einmal der Ruin und hier ist wieder alles in Ordnung. Was heißt das? Das heißt, ja, der Ansatz ist nicht irgendwie grundsätzlich verkehrt. Aber ich brauche unbegrenzte Ressourcen.
Sprich, meine Taschen müssen unbegrenzt tief sein oder meine Karte muss unbegrenzt hergeben. Dann kann ich hier immer erfolgreich sein. Und zwar tatsächlich erstmal immer. Nur, jetzt kommt natürlich der Mathematiker wieder in mir durch, die Voraussetzungen waren unbegrenzte Ressourcen. Und hier wird es natürlich in der Tat schwierig. Bevor wir jetzt das Ganze nochmal aus der Trading-Sicht uns angucken, nochmal der Hinweis, weil ihr werdet, wenn ihr mal so MyFX-Book und dergleichen checkt, wo Leute viele Trading-Konten veröffentlichen und da mal insbesondere auf die schaut, die so monstermäßig Gewinne einfahren, immer bitte der Hinweis, guckt euch nicht nur die Balance, sondern auch die Equity jeweils an. Und dann werdet ihr sehen, für diese Strategien werdet ihr genau sowas immer sehen, diese Wahnsinnseinbrüche. In dem Balance Sheet sind die gar nicht da, weil das nämlich alles noch Floating-Verluste sind, also nicht realisierte Verluste. Wenn wir das Ganze nachher in ein Trading-Konzept übersetzen, werdet ihr merken, was ich damit genauer meine. Ich sage das nur deswegen als Hinweis, meistens sind hinter diesen extrem gut performenden Strategien genau solche ganz banalen Ansätze dahinter, die immer eine Zeit lang gut gehen, gar keine Frage, bis, und das hatte jemand hier schon am Eingangs geschrieben, ja, bis dann irgendwann der Margin Call kommt. Weil natürlich im realen Trading-Leben könnten wir noch nicht mal hier Richtung der Null fahren, weil wir wollen ja immerhin noch die Marge für den nächsten Trade hinterlegen. Was wir also aber schon mal als kleine Konsequenz hier vielleicht festhalten, vielleicht wäre eine Risikolimitierung nicht schlecht. Also eine Grenze nach unten, dass wir einfach sagen, hey, nee, wenn wir jetzt bei 100 € Verlust sind, aufhören. Also Ende im Gelände. Was zumindest beim Traden so einem echten Stop-Loss entspricht. Für den Ansatz Martingale am Roulette-Tisch ist das keine Lösung, das kann ich euch gleich sagen. Dann geht die Equity-Kurve, die erholt sich nicht. Hier, so wie ich es hier dargestellt habe, funktioniert der Ansatz in der Tat nur bei unbegrenztem Risiko. Jetzt spielen wir natürlich nicht Roulette, sondern wir sind Trader. Gucken wir uns das Ganze also mal erstmal kurz nochmal ein bisschen anders an. Nehmen wir Schlussfolgerungen daraus ziehen, was wir hier aus diesem reinen Roulette-Martingale gelernt haben. Also, Schlussfolgerung Nummer 1, und ihr seht, dass ich ein bisschen mit Gänsefüßchen hier arbeiten muss. Man hat eine scheinbar nette, fast ständig und immer ansteigende Equity-Kurve. Das ist in der Tat der typische Charakter einer jeden Martingalen-Strategie. Rein mathematisch kann ich allerdings auch genau sagen, es führt immer, und zwar garantiert, zum Totalverlust. Der mathematische Hintergrund ist, wir haben nun mal keine unbegrenzten Ressourcen. Und übrigens, zweiter Hinweis, wenn man tatsächlich das am Roulette-Tisch machen will, auch der Roulette-Tisch oder der Casino-Inhaber schützt sich gegen diese Strategie, weil er nämlich einen Maximaleinsatz hat. Es gibt an jedem Roulette-Tisch immer einen Maximaleinsatz. Das heißt, wenn ich dann mit meiner Verdopplungsstrategie da komme, komme ich irgendwann an diesen Maximaleinsatz und werde feststellen, ich kann jetzt nicht mehr verdoppeln. Und davon lebt nun mal diese Strategie. Das heißt, auch Casino-Betreiber wissen, worüber ich hier rede und schützen sich einfach über den Maximaleinsatz gegen diese Strategie. Weil mathematisch korrekt waren die Equity-Kurven gerade allemal. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis, weil gerade nochmal die Frage kam, ja, was ist eigentlich mit der Null? Das wäre jetzt hier ungefähr sowas Ähnliches, als wenn ich hier eine 0,48 hinschreibe. Also indem ich hier meine Trefferquote etwas absenke. Das ändert aber nichts daran, dass ich hier solche Equity-Kurven kriege. Das heißt, die mittlere Steigung, die wäre jetzt hier zwar ein bisschen schlechter, aber hier habe ich mal wieder so ein Monsterbeispiel. Aber prinzipiell gehen auch die Kurven dann immer noch so nach oben, wenn ich nicht zu weit runtergehe hier mit der Trefferquote. Aber das nur als Hinweis, was eigentlich passiert, wenn man die Null, wo man dann auch noch verliert, hier ebenfalls mit in die Waagschale wirft. Zurück zum Traden.
Eigentlich ist eins klar, was wir auf jeden Fall brauchen, wenn wir ähnliche Dinge ins Traden einbauen wollen, dann wir brauchen einen Stop-Loss. Wir brauchen eine Risikobezeichnung. So wie ich es immer bei jedem Trade sage und auch meine Kollegen hier bei JFD, ein Trade braucht einen Stop-Loss und auch wenn ich nachher eine Gruppe von Trades nachher aufgebe, das werden wir hier nachher machen, wir brauchen eine Summe X, die wir bereit sind zu verlieren, also die wir hier riskieren. Oder um es noch anders zu sagen, ich werde schon mal auch hin und wieder, vielleicht auch im privaten Umkreis, mal gefragt, hey, was ist denn mit Traden und wie soll man das angehen? Dann überrasche ich denjenigen immer mit der Frage, meine erste Frage ist, wie viel Geld bist du bereit zu verlieren? Meistens fallen die Leute dann vom Stuhl, weil sie wollen noch gerade über Gewinne reden und ich frage als erstes, wie viel bist du bereit zu verlieren? Hier geht es natürlich auch um eine Risikosumme, so wie er das auch beim Traden macht, was weiß ich, 1% vom Konto, irgendwas. Wir müssen also einen Stop-Loss haben. Ohne Stop-Loss kein Trade. Und das müssen wir in dieses Konzept hier unbedingt mit einbauen. Ad hoc, bezogen auch auf das Excel-Sheet, würde es nicht funktionieren. Und trotzdem können wir nachher was erreichen. Wir wollen, weil ich ja über Traden rede, einfach auch sagen, okay, wir wollen mit unserem Trade einen bestimmten Gewinn erzielen, also einen Take-Profit. Um mal jetzt in einem kleinen Handelsgrößen zu sagen, okay, ich sage, ich bin bereit, 50 € zu riskieren, in Summe. Ich trade aber nachher sogar nur 0,01 Lot und ich will einen bestimmten Gewinn erzielen. Und jetzt nicht überrascht sein, dieser Gewinn ist vielleicht 2 €. Nicht überrascht sein. Ich habe gesagt, ich bin bereit, 50 zu verlieren. Aber wenn ich 2 € Gewinn habe, will ich sogar schon sagen, das ist der Take-Profit. Dass da trotzdem nachher ein Schuh draus wird aus so einem komischen CRV, werdet ihr sehen. Was wir jetzt beim Traden machen, ist, dass wir nicht sagen, okay, wir machen einen Trade und wenn das ein Verlusttrade ist, dann gehen wir bei dem nächsten Trade mit doppeltem Risiko rein. Das wäre die Übertragung des Roulette-Tisches 1 zu 1, also des Konzeptes, was ich vorhin gemacht habe, ins Traden. Ihr tradet einfach ganz normal, eigentlich, ich sag das mal, ohne Sinn und Verstand. Wir nehmen Euro US-Dollar und sagen jetzt einfach Short und wir machen einen Short-Trade. Und ja, und wenn das dann Verlierer wird, müssten wir beim nächsten Trade einfach unser Risiko verdoppeln. Nee. Das wollen wir nicht machen. Also, das wird schon mal die erste Abänderung dieser Strategie, dass wir von diesem Potenzgesetz, von diesem Verdoppeln weggehen, was schon inhärent einfach brutal ist. Wir gehen es ganz gemächlich an. Sagen wir doch einfach, okay, wir haben hier einen Trade, den haben wir gestartet und wenn wir jetzt einen bestimmten Verlust haben, und warum dann nachher durchschnittlicher Verlust steht, werdet ihr gleich noch merken. Wenn wir jetzt einen bestimmten Verlust haben, dann kaufen wir nach. Und ich werde das nachher so machen, dass ich einfach das immer in gleichen Einheiten mache. Also so, wenn ich als Initial nachher im Forex meinetwegen 0,01 Lot trade, dann würde ich auch genau so nachkaufen. Immer in 0,01 Lot Schritten. Oder ich mache gleich noch ein DAX-Beispiel. Da machen wir uns das Leben eben einfach und denken einfach nur in Lots. Aber das wird nur zur Demonstration. Also wenn wir einen bestimmten Verlust haben, dann kaufen wir nach. Was bedeutet das? Wir verbilligen unseren durchschnittlichen Einstiegskurs. Darauf läuft es erstmal hinaus. Das ist das, was man da tut. Im Verlust nachkaufen senkt mir meinen durchschnittlichen Einstiegspreis. Und zwar beim ersten Mal genau auf die Hälfte zwischen diesen beiden Einzeltrades. Ihr seht schon, ich habe hier noch gleich mal eine Achtung hingeschrieben, nämlich in jedem Lehrbuch steht, dass man nicht im Verlust nachkaufen soll. Das ist auch prinzipiell, würde ich sagen, okay, dieser Satz nicht, weil er im Lehrbuch steht. Gerade im Trading-Lehrbüchern steht eine Menge komisches Zeug. Grundsätzlich würde ich trotzdem diesen Satz erstmal eigentlich unterschreiben. Nicht im Verlust nachkaufen. Aber hier ist es jetzt Teil der Strategie. Und wir haben eine Summe X, die wir riskieren wollen. Das heißt, wir gehen nicht hin und sagen, wir kaufen nach, bis wir also pleite sind. Nein, das machen wir nicht, sondern wir machen das
schön geordnet und gesittet. Ich will euch das Konzept kurz mal an einem nachvollziehbaren Beispiel nur erläutern, damit ihr wisst, wie so die Abfolge von Trades oder einer Position ist. Und mein Beispiel hier ist auch einfach, dass ich sage, ich mache jetzt DAX und ich kaufe auch hier jetzt, ich tue mal so als in meinen ganzen Lots, auch wenn man das bei JFD in 0,1 Schritten durchaus handeln kann. Aber es macht diese Sache einfach. Ich komme zwar nachher zum Forex-Bereich, aber hier DAX mit einem Punkt, ein Euro, macht das Leben in der Illustration einfach einfach, weil wir nicht groß rechnen müssen und einfach loslegen können. Und wir sagen jetzt mal einfach folgende Ausgangsgrößen, damit klar wird, wie jetzt hier eine Trade-Abfolge entsteht. Ich habe jetzt einfach gesagt, okay, mein Risiko ist 500 Euro. Wem die Zahlen zu groß sind, denkt einfach dran, wir könnten alles um den Faktor 10 runterskalieren, weil wir ja de facto auch 0,1 Lot handeln können. Also ich sage aber hier bei einem Lot, mein Risiko ist 500 Euro. Mein Ziel für den Trade ist einfach nur 100 Euro. Und nachkaufen will ich bei einem durchschnittlichen Verlust von 50 Euro. Wie das zu interpretieren ist, kommen wir gleich zu. Also fangen wir einfach mal kurz hier an. Und tippe mal ein paar Zahlen ein, damit sozusagen die Trading-Strategie klar wird. Ich gehe einen Long-Trade ein, einfach willkürlich, bei 12.200 Punkten. Da gehe ich jetzt meinen Long-Trade ein und weil ich ja das dann mein einziges Lot ist, was ich habe, ist natürlich auch mein Durchschnittspreis logischerweise 12.200, weil das war ja jetzt ohnehin mein Einstieg. So, mein Take-Profit wäre dann bei 12.300 Punkten. Logisch. Einfach, ich habe ja gesagt, mein Ziel ist 100 Punkte oder 100 Euro. Also wäre mein Take-Profit da bei 12.300 und mein Stop-Loss bei 11.700. Gut. Wenn jetzt der DAX nach oben geht und diese 100 Punkte nach oben geht, ist dieser eine Trade ohnehin beendet. Das ist sozusagen jetzt zwar der schöne Fall, aber erstmal hier der langweilige Fall. Tun wir doch mal einfach so, als ob der Preis, und wir gucken jetzt digital auf den Verlauf des DAX-Kurses. Ich sage deswegen digital, weil ich in einer Timeframe denke. Sagen wir mal einfach, das wäre hier auf Tagesbasis, um irgendeine zu nennen. Also, wir haben hier einen DAX-Trade eröffnet. Wir gucken uns das immer um 8 Uhr morgens an und bei 12.200 haben wir unseren Long-Trade eröffnet. Am nächsten Morgen um 8 Uhr steht der Kurs meinetwegen bei 12.050 oder machen wir ein bisschen mehr, 12.080 Punkte. So, da steht jetzt der DAX. Das würde ja bedeuten, dass wir im Moment einen Verlust hätten von minus 120 Euro. Das wäre unser Verlust, aktuell. Wenn das unser Verlust ist, dann sind wir über der Nachkaufsschwelle, also kaufen wir nach. Also wir kaufen nach zu dem Preis von 12.080. Das heißt, jetzt wäre mein wirklicher Durchschnittskurs, den ich hier hätte, der wäre bei 12.140. Jetzt setze ich meinen Take-Profit neu, weil jetzt habe ich ja zwei Lots. Ich habe nicht mehr ein Lot, sondern zwei Lots. Das heißt, mein Take-Profit, der ist jetzt an einer anderen Stelle. Der ist nämlich mein Durchschnittspreis plus das Risiko, mein Ziel, was ich eingehen will. Und jetzt aber dividiert durch meine zwei Lots, weil ich ja mittlerweile schon zwei Lots halte. Das heißt, mein Take-Profit ist nicht mehr bei 12.300 Punkten, sondern mein Take-Profit ist jetzt bei 12.190 Punkten. Der ist deutlich runtergekommen. Mein Stop-Loss kommt mir allerdings jetzt leider auch entgegen. Mein Stop-Loss wäre jetzt bei Risiko dividiert durch meine Lot-Size-Größe und weil ich das gleich nochmal benutzen will, wäre jetzt hier mein Stop-Loss. Ihr seht, was gerade passiert. Mein Take-Profit kommt mir näher
Mein Stop-Loss leider auch. Aber ich habe meinen Stop-Loss. Wir gucken am nächsten Morgen wieder um 8 Uhr hier auf den Chart. Und naja, vielleicht ist in der Nacht unser Take-Profit erreicht worden. Prima, dann ist der Trade beendet und wir haben unseren Gewinn. Und zwar genau dann unser Ziel, nämlich unsere 100 Euro. Vielleicht ist der Stop-Loss erreicht worden. Gut, auch gut, haben wir Pech gehabt. Mal angenommen, hier beim nächsten Mal, am nächsten Tag, ist der Kurs zunächst mal genau noch an der gleichen Stelle, nämlich bei 1280. Das würde jetzt bedeuten, dass mein aktueller Floating-Verlust immer noch genau 120 Euro ist. Ich schreibe es mal eben nur einfach so hin. Und jetzt kommt dieses Konzept: Bei einem durchschnittlichen Verlust von 50 Euro kaufe ich nach. Soll heißen, pro Lot habe ich immer noch einen Verlust, der höher ist als meine 50 Euro. Also kaufe ich auch jetzt nach. Der Grund mit dahinter war, dass wir beim ersten Tag schon gleich so viel nach unten gelaufen sind. Also müssen wir jetzt am zweiten Tag, obwohl der Kurs sich gerade gar nicht verändert hat, wieder nachkaufen. Okay, tun wir. Also kriegen wir jetzt einen neuen Einstiegspreis. Und dieser Einstiegspreis wäre jetzt bei 12.130. Und unser Floating-Verlust ist in der Tat immer noch 120 Euro, daran ändert sich jetzt nichts. Aber unsere beiden Take-Profits und Stop-Losse kommen uns wieder näher. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Eine kleine Bewegung jetzt nach oben, und die wird immer kleiner gerade, und mein Trade rettet sich in den Gewinn. Natürlich wird auch mein Abstand nach unten jetzt immer kleiner. Wir sind immerhin schon deutlich näher gerutscht. Jetzt muss ich mal eben kurz hier hinterfragen. Genau. Da ist ein Fehler drin. Sorry. Geht sofort richtig weiter. Und zwar, ich habe die Dollarzeichen an die falsche Stelle gesetzt. Also hier. Und sorry für den Fehler. Das muss natürlich hier hin, weil so nah rutscht er nämlich dann doch nicht so schnell. Also könnt ihr gerne nachrechnen. Jetzt ist es auf jeden Fall richtig. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir jetzt hier die richtigen Zahlen haben. Machen wir die mal eben mit zwei Nachkommastellen. Und dann haben wir auch wieder alles ganz sauber. So, das heißt, ich bin jetzt aktuell bei einem Kurs von 12.080. Naja, 70, 73 Punkte muss es jetzt nach oben gehen und mein Trade rettet sich in den Gewinn. Deswegen, Take Profit rutscht mir näher, Stop Loss rutscht mir allerdings auch näher. Ihr seht, nach unten habe ich jetzt hier nur noch grob 130 Punkte und dann würde ich dann doch in den Stop Loss laufen. Aber das ist jetzt das Konzept des Nachkaufens und ich nenne das bewusst des linearen Nachkaufens, weil ich keine Verdopplungen mache, sondern immer nur in ganzen Einheiten hier denke. Also jetzt hier habe ich es am Beispiel von einem Lot gemacht, das könnte man aber auch auf 0,1 Lot ziehen oder meinetwegen auch im Forex-Bereich auf 0,01 Lot. Das ist aber das Grundkonzept, wie ich jetzt eine Verbilligung systematisch darstellen kann. Systematisch in einer Art und Weise, wie ich sie in ein festes Regelwerk überführen kann. Der Vorteil, den ich jetzt hier habe, ist, ich habe das Konzept der Verbilligung. Der zweite Vorteil ist, ich habe ein festes Risiko. Das ist soweit so gut. Jetzt kann ich allerdings auch sofort sagen, das alleine würde uns jetzt, was das Traden angeht, immer noch nicht dauerhaft glücklich machen. Wäre ja schön, wenn es so einfach wäre. Aber das alleine reicht immer noch nicht. Das ändert an einem durchschnittlichen Trade-Resultat erstmal noch gar nichts. Weil wir haben nämlich noch keinerlei Vorteile uns hier eingebaut. Wir haben zwar das Konzept der Verbilligung eingebaut, aber das alleine löst noch nicht das Trading-Problem. Trotzdem war das hier erstmal nur, um das Konzept vorzustellen, wie man zum Beispiel so systematisch
das Verbilligungskonzept einbauen kann, bei festem Risiko. Ganz wichtig, keine unbegrenzten Risiken. Okay, damit haben wir schon mal den ersten großen Schritt gemacht, wie wir das Ganze darstellen können. Bevor ich euch gleich auch Equity-Kurven zeige, will ich aber schon ad hoc so ein paar Schlussfolgerungen aus dem ziehen, was wir jetzt haben. Was für Vorteile haben wir und was für Nachteile haben wir? Den Vorteil, den wir uns jetzt hier mittlerweile geschaffen haben, ist, wir haben erstmal ein begrenztes Risiko. Ganz wichtig. So muss Traden sein. Risiko muss immer begrenzt sein. Denkt aber mal das Konzept, was wir gerade schon diskutiert haben, mal in, stellt euch einfach einen x-beliebigen Börsenchart von einem x-beliebigen Underlying vor. Wie immer gilt, blöd, wenn man den Trade in die falsche Richtung eingeht. Klar, ist wie bei jedem Trading-Stil. Ich mache einen Long-Trade, Kurs geht nach unten, ist immer blöd. Aber wenn wir jetzt falsch liegen mit unserer initialen Trading-Entscheidung, also ich bleibe mal an dem Beispiel Long und der Kurs geht erstmal nach unten, dann sind wir natürlich erstmal auf der Verlustseite. Was uns aber nachher hier reicht, um trotzdem diesen Trade, und ich bezeichne diesen Trade immer nachher als diese Trade-Gruppe, diese sukzessive Erhöhung des Risikos, nicht des Risikos, sondern der Lot-Size. Das Risiko bleibt ja konstant. Wir brauchen einen, ich nenne es mal einfach Rücksetzer, also der dann wiederum in die richtige Richtung geht. Und dann sind es plötzlich der Trade trotzdem ein Gewinner. Und das, obwohl wir nachher bei einem Kurs womöglich sind, der noch unterhalb unseres ersten Trades war. Also der erste Trade für sich genommen ist dann immer noch Teil eines Verlustes. Aber in Summe haben wir dann genau unseren Take-Profit als Gruppe erreicht. Das heißt, wir haben hier sowas wie, ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Wir werden, nachher nenne ich das einfach, wir werden fehlertoleranter. Also wir können uns durchaus leisten, auf der falschen Seite zu liegen, also gehen einen Long Trade ein und der Kurs geht erstmal nach unten, solange zwei Dinge nicht passieren. Also eine darf nicht passieren und die andere muss passieren. Der Kurs darf nicht einfach nur nach unten durchrauschen. Dann greift einfach unser Stop-Loss und Ende. Dann ist dieser Trade im Minus beendet. Die andere Sache, die uns hier allerdings helfen kann, ist so eine kleine Korrektur in unsere Richtung. Und die reicht dann aus, damit dieser Trade doch zum Gewinner wird. Und wer sich das jetzt genauer auch an einem Chart überlegt, wird feststellen, wann könnte diese Strategie automatisch profitabel werden? In Seitwärtsphasen. Was sind Seitwärtsphasen? Ja, da eiert der Kurs einfach nur ein bisschen hoch und runter und macht eigentlich nichts Wirkliches. Seitwärtsphasen sind für diesen Ansatz super, weil das heißt, es geht nicht beliebig weit in eine Richtung. Und das schützt uns dann, dass unser Gruppenstopploss erreicht wird. Und jede Korrektur, die ja in der Seitwärtsphase sozusagen inhärent immer wieder vorkommt, reicht uns dann aus, um diesen Trade dann doch in Gewinn zu führen. Gift für diese Art von Strategie ist genau ein Nachteil, nämlich dann, wenn der Kurs stur, ich habe das mal einfach so gesagt, in die falsche Richtung läuft. Also wenn er einfach nach Süden geht, dann kaufe ich ein, zwei, dreimal nach und dann ist mein Trade natürlich trotzdem im Stop-Loss gelandet. Wir haben also ein kleines Zwischenfazit. Seitwärtsmärkte sind gut. Gute Nachricht. Kurse verhalten sich mehr in Seitwärtsphasen auf als in Trendphasen. Schlecht für die Strategie ist, wenn so richtige Trends sind. Fast wie am Strich gezogen in eine Richtung und wenn wir dann den Trade in die falsche Richtung eingehen. Aber auch nur dann. Und allein schon in dieser Art von Aufzählung merkt man, wir könnten vielleicht in Summe doch hier gut fahren, weil ja Seitwärtsphasen sind ziemlich häufig. Und das ist natürlich für uns gut. Wenn wir es jetzt ultimativ zähmen wollen, die ersten Zähmungen haben wir gemacht. Also, weil ich sage, Martingale-Strategien muss man zähmen, weil man sonst unbegrenzte Taschen braucht.
Also wir haben jetzt schon Vorteilskriterien erarbeitet, nämlich wir haben Stop-Loss als Risikobegrenzung. Ja, ist eigentlich ohnehin ein Muss bei jedem Trade. Was wir noch herausarbeiten müssen, ist, gibt es nicht vielleicht Underlyings, die einfach tendenziell zu Seitwärtsphasen neigen? Also Underlyings, die genau nicht trendig sind. Sonst bei vielen anderen Trading-Ansätzen suchen wir immer genau nach denen, die die Monster-Trades aufweisen, weil wir zum Beispiel einen Trend-Follow-Ansatz haben und dann sind genau die anderen die richtigen. Wenn wir jetzt solche Underlyings herausfiltern können, die einfach massiv zu Seitwärtsphasen neigen, dann ist das ein super Underlying für diesen Ansatz. Und wir können dann was ganz Verrücktes machen. Das ist dann der nächste Teil des Verrückten in diesem Webinar. Wir können nämlich dann Long Short simultan traden. Wir betrachten dann zwar jeden Trade, jede Trade-Richtung für sich als einzelnen Trade und jede Richtung kriegt auch sein eigenes Gesamtrisiko. Man kann es auch noch anders machen, aber ich mache es nachher so. Und wir verfolgen beide Trades. Stellt euch das mal eben gedanklich vor. Wir machen es gleich nochmal im MT4 ein zweites Mal. Wir eröffnen Trade. Naja, jetzt ganz am Anfang, abgesehen davon, dass wir Commissions und Spread verlieren, sind uns die ersten Bewegungen erstmal ohnehin egal, weil wir ja sowohl einen Long als auch einen Short Trade haben. Dann kommt aber einer von beiden, weil wir die ja unabhängig voneinander betrachten, kommt in sein Nachkaufregime. No, dann kaufen wir halt nach. Schön wäre, wenn jetzt der Kurs wieder mal zur anderen Seite geht und wir erstmal so einen Take Profit abfischen. Und dann bei dem anderen wieder nachkaufen und den dann auch wieder nachher profitabel hinkriegen. Das heißt, wenn wir solche Underlyings herausfiltern können, die dazu neigen, haben wir einen ganz vereinfachten Trading-Ansatz. Nämlich wir nehmen genau das Konzept, wie auch vorhin am Beispiel DAX dargestellt, machen daraus sowohl einen Long als auch einen Short Trade und das dann auch noch simultan. Andere Idee. Stellt euch vor, wir haben doch einen Wahrscheinlichkeitsvorteil. Also, wenn ich die Entscheidung treffe, Long oder Short, und ich sage jetzt Long, und ich habe dafür eine Reihe von verdammt guten Gründen, die sogar belegbar sind, dass ich mit einem Long Trade jetzt eigentlich eher auf der richtigen Seite bin, dann ist das auch super, weil dann gehe ich diesen Long Trade ein und dieser Martingaler-Ansatz macht mich dennoch ein bisschen fehlertolerant. Also, selbst wenn ich mal falsch liege, naja, ihr habt es vorhin gesehen, wenn ich diese Rücksetzer kriege, dann ist noch wieder alles in Ordnung. Wahrscheinlichkeitsvorteil, um das mal kurz am Roulette-Tisch zu illustrieren, weil wir es da so schön einfach machen können. Diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil kann ich hier erzielen, indem ich einfach hier jetzt sozusagen meine Gewinnschwelle da erhöhe. Und naja, jetzt habe ich zwar gleich am Anfang Pech gehabt und habe hier so ein Negativbeispiel, aber ich kann jetzt hier ziemlich häufig F9 drücken und die Anzahl, wo ich solche Spikes in Monsterlänge kriege, die wird immer weiter absinken. Das heißt, wenn ich tatsächlich diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil mir beschaffen kann, dann kann ich hier auch wirklich was erreichen. Warum jetzt mein Excel hier nicht mehr rausgeht, weiß ich nicht. Egal. Also auch ein Wahrscheinlichkeitsvorteil ist eine Möglichkeit. Und ich hatte ja versprochen, ich will euch auch mal Equity-Kurven für einen solchen Ansatz zeigen. Und will hier erstmal mit einem schönen Musterbeispiel anfangen, dass ihr mal seht, dass da sowas überhaupt super gut geht und dass das Konzept greifen kann. Ich habe hier ganz bewusst mal nur ein einziges Währungspaar und ich weiß, die Schrift ist jetzt hier relativ klein, aber ich kann es auch mal ein bisschen größer noch machen. So. Ihr seht hier eine solche Strategie und zwar in Summe für 12 Jahre Kurshistorie für neuseeländischen Dollar, kanadischen Dollar. Da wird Long und Short simultan jeweils getradet und ich habe trotzdem die einzelnen Equity-Kurven der Long als auch der Short-Variante hier auch nochmal geplottet. Die könnt ihr euch gerne jetzt auch als Summe vorstellen. Also ich mache da auch gerne gleich nochmal eine Summe draus.
Ihr seht sofort, sobald man diese Equity-Kurven sieht, weiß jetzt das geübte Auge, dahinter steckt ein Martingaler-Ansatz. Das sind immer genau diese Spikes, die hier entstehen. Und immer wenn so ein Spike hier kommt, dann sind wir leider mal in so einer längeren Verluststrecke eingetaucht. Was ihr jetzt hier aber auch seht, ist, dass auch mal dieser Stop-Loss greift. Das ist immer dann, wenn es hier so eine echte Stufe nach unten gibt. Da hat dann der Stop-Loss für diese Trade-Gruppe auch wirklich zugeschlagen. Nochmal, ich betrachte das jetzt hier, die Short- und die Long-Seite quasi wie unabhängig voneinander, als wenn das zwei Einzelstrategien in dem Fall wären. Ab und zu kommen also diese Fälle vor, aber in Summe komme ich hier schon ziemlich cool nach oben. Der ein oder andere wird sich jetzt allerdings fragen, mein Gott, wie kommt der nur auf neuseeländischen Dollar, kanadischen Dollar? Na, will ich euch gleich noch ein bisschen was zu zeigen. Oh, ich sehe, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Das war jetzt mal so ein Ansatz mit Long Short simultan. Aber auch, lass mal schnell gucken, genau, Power Candles hatten wir mal als Thema, haben uns einen Wahrscheinlichkeitsvorteil gebracht. Ja, hier, das Ganze jetzt als Trigger genommen, die Power Candle als Einstieg. Und dann Martingal anschließend verarbeitet. Ja, ab und zu kommen natürlich diese Einbrüche vor, aber man kann das Ganze natürlich dann auch nachher als Gruppen-Equity als Ganzes ausgeben. Hier nutze ich also aus zwei Dinge: den Wahrscheinlichkeitsvorteil der Power Candle und den Nachbrenner, ich nenne ihn mal so, den Nachbrenner Martingal, falls ich doch mal falsch liege. Und wenn ich da mal ganz falsch liege, naja, dann kriege ich hier halt auch mal so ordentlich eine auf die Mütze. Aber als Gesamt-Equity-Kurve kriegen wir hier natürlich nach wie vor sehr schöne Equity-Kurven hin, die auch noch nach oben gehen und über die Diversifikation stören uns dann irgendwann selbst diese Sprünge nicht mehr. Jetzt habe ich aber gesagt, ich will das Ganze noch einen Schritt weiterführen und sagen, hey, ihr habt gerade gesehen, neuseeländischer Dollar, kanadischer Dollar. Wie zum Henker kommt man genau auf so ein Währungspaar? Was ich euch kurz in diesem Excel-Sheet hier zeigen will, ist, ich habe eine Untersuchung gemacht. Und zwar habe ich mir folgende Frage gestellt. Ausgehend von einem Währungspaar, ihr seht hier eine lange Liste von Währungspaaren, habe ich gefragt, innerhalb, das sind ursprünglich Stundendaten, innerhalb von 120 Stunden, was übrigens ganz genau eine Woche ist, habe ich mich mal gefragt, wenn ich mir an jedem beliebigen Punkt in der Historie, wie sieht denn von diesem Punkt aus die Zukunft aus? Ich nenne das jetzt einfach Zukunft, das kann ich in einer Kurshistorie genauso ja abbilden. Dann kann ich ja fragen, über so eine Gesamthistorie von 12 Jahren, wie groß ist eigentlich also die mittlere Range, die dann entsteht, wenn ich einfach 120 Kerzen in die Zukunft gucke. Also die Range, die typischerweise für 120 Kerzen entsteht. Und dann sehe ich hier, aha, knapp 1% für australischer Dollar, kanadischer Dollar nach oben und genau ungefähr ein knappes Prozent nach unten. Das heißt, der australische Dollar, kanadische Dollar bildet typischerweise eine 1% Range. Innerhalb von 120 Stunden. Gut. Was ich aber auch fragen kann, ist, wie oft, ich gehe hier komplett durch 12 Jahre Kurshistorie, also durch in Summe 80.000 Kerzen, wie oft ist eigentlich der Preis wieder zu seinem Ursprung zurückgekommen? Das heißt hier bei mir gerade Average Count Cross. Also wie oft war das so eine Bewegung wie einmal hoch und wieder runter. Also wie oft in den 120 Stunden habe ich meinen Einstiegspreis wieder gekreuzt? Jetzt wird's interessant. Jetzt aufhören. Aufhorchen sozusagen. Seitwärtsphasen waren gut für die Martingale Trading-Strategie. Also, die Währungspaare, die vielleicht eher tendenziell nicht so riesen Ranges bilden, innerhalb von zum Beispiel 120 Stunden, weil ja dann mir vielleicht der Kurs einfach nur in eine Richtung wegrast und wegläuft, was ja dann
nicht gut ist für meine Strategie, sondern ich suche eigentlich eher welche, die so eine kleine Range typischerweise haben und die möglichst häufig wieder zurückkommen. Okay, ich sortiere mal die Liste nach diesem Average Cross. Also das ist sowas wie die Tendenz zum Ursprung zurückzukommen. Also einfach, dass ein Preis innerhalb von 120 Stunden wieder genau an seinen Ausgangspunkt zurückkommt. Und wenn ich danach dann sortiere, dann sehen wir jetzt, ich habe es aufsteigend sortiert, ganz unten steht Euro, Schweizer Franken. Aha. Der Euro, Schweizer Franken scheint also der seitwärts phasigste, sicherlich kein deutsches Wort, zu sein überhaupt. Und ganz im Gegenteil dazu, britisches Pfund, US-Dollar. Gegenteil davon, genauso Euro, US-Dollar. Das heißt, für so eine Long-Short-Strategie, wo ich ja darauf baue, dass ich prinzipiell eher in Seitwärtsphasen bin, würde ich nicht britisches Pfund US-Dollar wählen. Ich würde auch nicht Euro-US-Dollar wählen, was ja sonst gerne der Favorit ist bei vielen. Danach kommen sofort ein Haufen Yens. Yens neigen nämlich ebenfalls eher zu trendigen Verhalten. Und wenn man jetzt nachher hier noch eine zweite Zahl mit in die Waagschale wirft, nämlich wie groß sind die Ranges, die hier entstehen, will ich jetzt nicht alles im Detail machen, aber ihr seht, also Hitliste wird angeführt, Euro, Schweizer Franken. Der hat dann nachher irgendwann den Nachteil, das muss ich gestehen, der bewegt sich in Summe dann doch zu wenig. Aber egal. Gucken wir mal auf die untere Ranking, dann kommt da gefolgt neuseeländischer Dollar, kanadischer Dollar und australischer Dollar und so weiter. Ihr seht, wie das hier ist. Ich will mal für einen Moment das Ding nach der Range-Größe auch nochmal einmal sortieren. Dann kommt nahezu ein ähnliches Bild raus. Und wir können nochmal ersehen, welche eher weit laufen. Und da ich hier alles in Prozent mache, kann ich auch diese verschiedenen Währungspaare einfach miteinander vergleichen. So die, wer sozusagen am weitesten wegläuft, aha, Gold. Gold wäre also kein Kandidat für diese Long-Short-Strategie, überhaupt nicht. Kein Kandidat wäre neuseeländischer oder japanischer Yen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, jetzt kommen die Yens. Das sind einfach Währungspaare, wenn die sozusagen unterwegs sind, dann laufen sie. Woher ziehe ich jetzt diese Informationen? Ja, nur aus reiner Statistik. Also ich habe einfach mir 12 Jahre Kurshistorie angeguckt und dann diese Mittelwerte hier gebildet. Ich habe noch ein paar andere Kennziffern da gemacht, wie häufig wird das Vorzeichen gewechselt und. Aber egal. Brauchen wir jetzt nicht mehr im Detail uns angucken. Man sieht also, wenn ich jetzt eher an solche Währungspaare für so einen Long-Short-Simultanansatz denke, wo ich sage, hey, Seitwärtsphasen sind mein bevorzugtes Szenario, dann bin ich jetzt hier eher oben auf der Liste, suche ich jetzt welche, die eher für Kandidat sind, wo ich so einen Wahrscheinlichkeitsvorteil in meine Trade-Richtung ausnutzen sollte, dann bin ich automatisch eher hier unten auf der Liste. Natürlich muss ich noch diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil mir rausarbeiten, aber ich sehe allein an dieser Auswertung sowas wie trendige Underlyings und nennen wir es mal nicht trendige, also seitwärtsphasige. Ich bin heute der Wortkreierer für neue deutsche Wörter. Egal. Also das kann ich hier allein aus dieser einen Auswertung ableiten und damit dann schon einiges erreichen. Und jetzt hatte ich ja gesagt, wir wollen uns das gleich auch noch live angucken, wie so etwas denn aussehen könnte. Aber da sind wir schon bei der Zusammenfassung. Also will ich es noch mal eben kurz zeigen. Mal gucken, ob ich hier gleich noch ein ganz klein bisschen Volatilität kriege, damit ich mal wenigstens ein bisschen was zeigen kann, dass hier auch Trades eingegangen werden. So, das ist noch alles total frisch. Seit heute Mittag überhaupt erst installiert. Danke nochmal an Peter Müllner, der das hier sozusagen noch genau vor dem Webinar fertig gemacht hat. Und ich will jetzt gar nicht auf die eingehen, die hier schon alle zu sehen sind, auch wenn das auch mal interessant ist. Da entstehen dann halt immer solche Gruppentrades. Hier machen wir tatsächlich so Long-Short-Ansätze und ich mache es auch trotzdem hier Euro-US-Dollar. Das ist noch alles auch zum Ausprobieren der EAs. Und ich gehe jetzt gleich hier auch ganz verrückt in die Timeframes.
runter bis auf den Minutenchart, um das mal zu machen. Also, ich will jetzt aber, damit wir hier nicht zu sehr mit den alten Trades sind, mache ich jetzt ein neues Währungspaar auf. Und da startet dann auch automatisch der EA. Also wir konzentrieren uns mal hier auf dieses Beispiel hier. Neuseeländischer Dollar, kanadischer Dollar. Und jetzt haben wir noch soeben auch den Einstieg gekriegt. Und das heißt, jetzt sind gerade die ersten zwei Trades platziert. Ein Long Trade und ein Short Trade. Die sind jetzt running. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich gerade, warum sind die hier so weit auseinander? Naja, das ist der andere kleine Nachteil an so einem Währungspaar wie neuseeländischer Dollar, kanadischer Dollar. Der hat halt typischerweise einen relativ hohen Spread und deswegen sind jetzt hier mein Long Trade und mein Short Trade auch relativ weit auseinander. Das macht aber, auch wenn ich natürlich weiß, dass ich immer den Spread schon verliere bei jedem Trade, tut erstmal nicht wirklich zur Sache. Was ich jetzt hoffe, was in den nächsten paar Minuten hier passiert, dass er wenigstens mal zu einer Seite ausbricht. Weil solange das nicht tut, passiert hier auch nichts. Jetzt ist die nächste Minute nämlich gleich vorbei. Und naja, ab jetzt muss ich dann leider im Konjunktiv reden. Wäre jetzt der Preis schon mal ein bisschen weiter nach Norden gelaufen, dann wäre ja mein Long Trade im Gewinn, aber mein Short Trade im Verlust. Und wenn da dann der Verlust meine Schwelle überschreitet, wo ich sage, hey, es ist Zeit zum Nachkaufen, dann hätte er auch sofort nachgekauft. Was wir uns aber trotzdem auch schon mal angucken können, natürlich haben diese beiden laufenden Trades, und ich hoffe dann mal, dass jetzt in den nächsten paar Minuten hier ein bisschen Bewegung kommt, diese beiden Trades haben natürlich ihren Take Profit. Der Long Trade hat seinen Take Profit hier. Und da steht 1,06 € als Take Profit. Hat einen Grund, ich will eigentlich 1 Euro verdienen und ich muss nachher noch die Kommission bezahlen für den Trade. Und das wären dann hier in dem Fall 6 Cent. Und deswegen ist der Take Profit so gewählt, dass ich dann schließlich und endlich meinen 1 Euro auch wirklich verdiene. Das gleiche habe ich dann hier auf der Südseite natürlich auch. Da ist schon mal mein Take Profit für den Short Trade. Jetzt kriegen wir leider immer noch keine Bewegung hier. Also nochmal was gezeigt. Es gibt im Moment natürlich auch schon einen Stop-Loss für jeden der beiden Trades. Nur ihr seht, ich versuche hier zu zoomen. Ich muss weit weg zoomen, weil mein Stop-Loss ist erstmal noch ziemlich weit weg. Ich habe ja auch noch nichts nachgekauft und gar nichts. Der Stop-Loss, here we go. Da haben wir den Stop-Loss. Der ist erstmal sehr weit weg. Ziel ist ja hier, also ich habe den jetzt hier mal wirklich richtig weit weggelegt. Ich halte nochmal mit meiner Maus drauf, damit das hoffentlich hier gleich nochmal angezeigt wird. Der Stop-Loss ist hier 50 Euro weg. So weit weg. Also 50 Euro wäre ich bereit, in Summe zu verlieren. Und das auch, wenn jetzt der Preis hier erstmal so läuft und läuft und läuft und ich auch in diese Nachkaufsituation komme. So, dummerweise, leider dummer Vorführeffekt, vor allen Dingen so spät hier schon am Abend, kommt hier nicht so richtig Bewegung. Wäre jetzt schön, wenn der wenigstens mal zu einer Seite hier wegläuft, damit wir hier wenigstens mal einen nächsten Trade euch wenigstens mal zeigen könnte, wie der dann entsteht. Und dann würde man auch sofort sehen, dass er anfängt, die Stop-Losse und dergleichen zu verändern. Da das nicht der Fall ist, gucken wir aber dann wenigstens mal kurz in einen anderen Chart, wie zum Beispiel diesen hier. Da läuft ja immerhin was, Euro, US-Dollar. Und da seht ihr auch nochmal, da sind jetzt auch schon Trades zu Ende gegangen. Und immer wenn dann so ein Trade zu Ende geht und der mittlerweile so ein ganzer Gruppentrade geworden ist, gehen dann hier so ganz viele Linien in einem Punkt zusammen, einige rote, weil Teile dieser Gruppe waren natürlich im Verlust, aber Teile dieser Gruppe waren dann im Gewinn und in Summe haben sie mir genau meinen einen Take-Profit dann fabriziert. Hier kam die nächste Gruppe zum Tragen, wo dann jeder Einzelne sogar im Take-Profit gelaufen ist. Also wir haben keinen einzelnen Einzeltrade dieser Gruppe, der dann
ins Minus gelaufen ist. Das Ganze passiert dann eher dann, wenn es sauber gelaufen ist und wir mit zwar ein bisschen nachkaufen, schon zurechtgekommen sind. Gucken wir uns mal ein paar andere Historien an, weil mein Live-Beispiel leider ja hier doch noch nicht zum Tragen kommt. Euro-britisches Pfund war heute natürlich eine Menge los. Deswegen gibt es hier auch so viele Linien und außerdem wird die Strategie hier sogar auf einer Minuten-Chart getradet. Und ihr seht, was hier passiert ist und ich will gar nicht verheimlichen, dass hier auch zweimal ganz am Anfang hat hier jeweils das Gruppenrisiko getragen. Da sind Trades in ihr Gruppenrisiko reingelaufen und wir haben wirklich diesen, der Stop-Loss ist dann gezogen worden. Da habe ich es dann jeweils trotz Nachkaufen nicht geschafft, mich so zu verbilligen, dass mein Trade noch in den Profit gelaufen ist. Alles, was dann hier rechts danach kommt, sind alles nur Trades, die in Summe in den Gewinn gelaufen sind. Also ein schönes Beispiel, aber ich will ja auch die zwei Negativbeispiele hier absolut nicht unerwähnt lassen. So, jetzt gucke ich nochmal einmal schließlich und endlich in mein, ja, jetzt waren wir zwar nicht live dabei, aber der hat zugeschlagen. Wir haben mittlerweile zwei Trades, zwei Long Trades auf hier platziert und der Grund muss ein kurzer Spike mal gewesen sein, warum wir hier jetzt schon dabei sind, nachzukaufen. Und man sieht sofort, ab jetzt wird das Ganze hier auch asymmetrisch, weil wir auf der Long- und auf der Short-Seite nicht mehr die gleiche Gesamt-Lot-Size dann haben. So iteriert sich das jetzt weiter. Ja, und sukzessive rutschen meine Take-Profits immer näher vom, auf Preisniveau-Level näher an meinen gegenwärtigen Kurs ran, aber natürlich auch meine Stopplosse. Ja, so viel mal zu einer solchen Strategie der komplett anderen Art. Also Martin Gahle Strategien. Wie ich sagte, ich habe jetzt nicht so, dass ich euch komplett sage, hey, und so geht jetzt morgen eine neue Trading-Strategie. Ich habe es mehr konzeptionell heute aufgezogen, zu sagen, es gibt Elemente aus diesem Martin Gahlen Ansatz, die nicht ganz unvernünftig sind. In seiner Reinform ist es und bleibt es ein absolutes No-Go. Deswegen hier nochmal extra geschrieben. Und führt zum garantierten Totalverlust. Kann ich Brief und Siegel drauf geben. Wir wissen aber auch, man kann das jetzt so ein bisschen zähmen. Und ich hatte euch immer schon mal ein paar Equity-Kurven gezeigt, die sehr, sehr vielversprechend sind. Auch mit ziemlich langen Kurshistorien. Was wir auch wissen ist, Stop-Loss ist wie immer ein absolutes Muss. Wir brauchen Stop-Loss. Wir konnten jetzt auch schon mal analysieren, in welchen Phasen eigentlich solche Ansätze gut sind. Wir konnten rausarbeiten, ja, Seitwärtsphasen. Dann wird's richtig interessant, weil dann können wir sogar Long und Short simultan traden, jeden einzeln so verwalten, so wie es auch gerade schon der EA im Konto gemacht hat. Und dann wird das Konzept interessant. Oder das andere, wir benutzen den martingalen Ansatz, aber bitte immer in der gezähmten Variante und nicht verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln. Und der Stop-Loss war ja, wie gesagt, ohnehin ein Muss. Wir können den nutzen, um uns ein bisschen fehlertoleranter zu machen, weil wenn wir mal einen Trade auf die falsche Seite eingehen, naja, kommt wieder diese Rücksetzer-Story. Wir kaufen jetzt nach, verbilligen uns. Wenn wir jetzt aber mal einmal noch mal kurz eine Bewegung in unsere Richtung kriegen, sollte es reichen, dass auch dieser Trade uns wieder dann eher ein Gewinner-Trade wird. Ist das der heilige Gral? Um Gottes Willen, nein, natürlich nicht. Und man kann auch jetzt nicht einfach sagen, einfach so lostraden und dann funktioniert es automatisch. Nee, wir brauchen nach wie vor diese Vorteile. Seitwärtsphasen erkennen oder diesen Input-Wahrscheinlichkeitsvorteil, weil auch mit dem Wahrscheinlichkeitsvorteil lässt sich dann Martin Gahl schon mal ein gutes Stück zähmen. Oh, sorry, jetzt sehe ich gerade, dass ich die ganzen vielen Fragen hier gar nicht mitgekriegt habe. Also Webinar wird aufgezeichnet, klar, unbegrenztes Geld drucken, genau.
Okay, dann wird noch der Link führt in einen anderen. Warte mal. Dann poste ich ihn einfach mal eben nochmal hier über das Martin Gale. So, dann haben wir auch da nochmal drauf geschaut. Das ist gut. Und genau. Swap-Kosten müssen wir natürlich ebenfalls noch berücksichtigen. Ihr seht, ich gehe jetzt ganz schnell hier durch. Oh, sorry, dass ich hier jetzt zwischendurch alles gar nicht erkannt habe. Dann nochmal den Hinweis, naja, mit Seitwärtsphase ist natürlich eine schwierige Kiste, weil meistens erkennt man die immer nur im Nachhinein, gebe ich hundertprozentig recht. Aber denkt dran, wir konnten ableiten, dass wir ohnehin Währungspaare haben, die zu Seitwärtsphasen ganz prinzipieller Natur neigen. Und allein das hilft uns natürlich. Genau. Kommt nochmal ein Hinweis auf Swap-Kosten. Also Swap-Kosten sind natürlich zu berücksichtigen bei dem Ganzen und werden auch übrigens dann vom EA mit berücksichtigt. Okay, dann kam nochmal ein Hinweis, dass der Link, den ich hier wohl ins Dokument reingepostet habe, komplett auf eine mathematische Seite verweist. Sorry, da ist mir dann ein Kopierfehler leider passiert. Aber unter dem Begriff Martingale verbergen sich auch noch ganz, ganz andere mathematische Konzepte. Und deswegen auch an der Stelle der falsche Link. Aber hier im Fragefenster habe ich ihn zumindest gerade nochmal richtig reinkopiert und für alle Fälle, falls das nicht sozusagen jeder sehen konnte, dann hier auch nochmal zum Sehen. Das Ganze ist unter dem Namen Martin Gale Spiel oder Martin Gale Spiel. Das war der richtige Wikipedia-Link auf den Roulette-Beitrag und auch mit dem Hinweis auf den guten Giacomo Casanova, Italienisch kann ich jetzt leider nicht perfekt, wie man hört, aber sei es drum. Also, aus meiner Sicht, Martin Gale, super interessantes Thema. Und wenn ich jetzt vorhin hier solche Auswertungen gezeigt habe, seht ihr, dass ich da in der Tat sehr, sehr intensiv gerade dran arbeite, weil sich damit bestimmte Trading-Strategien wirklich sehr gut darstellen lassen nach dem bisherigen. Und insbesondere, weil ich auch da schon Sachen viel weiter schon getestet habe als das, was ich hier mittlerweile gezeigt habe. Da geht es um Fragen, hey, kann man das auch back-forward testen, dass man weiß, ich habe in meiner Vergangenheit eine solche Strategie entwickelt und hatte dann in der dann folgenden Zukunft, die immer noch in der Vergangenheit liegt, dann auch funktioniert. Und die Antwort ist ja, hat sie. Also dieses Konzept lässt sich da ebenfalls anwenden, werde ich aber auch nochmal in einem Webinar genauer mal vorstellen, was das eigentlich bedeutet, Back-Forward-Testing oder Walk-Forward-Methode. Das machen wir allerdings natürlich nicht mehr heute. Ja, hat mich gefreut. Ich habe gemerkt, ihr habt ein Durchhaltevermögen. Da ist nahezu kein einziger irgendwie aus dem Webinar rausgesprungen. Jetzt hätte ich noch gefragt, Punkt 6 ist wohl geheim. Ich habe eigentlich keinen sechsten Punkt. Ich habe hier kein Geheimnis gezeigt. Also was auch immer. der Hinweis. Aber wollte auch gar nicht auf 6 Punkte hinaus. Sei es drum. Ach, jetzt verstehe ich's. Es ist dieses eine Loch. So, ja, netter Hinweis. Das, was da nicht steht. Na, dann lasse ich es verschwinden. Da sollte eh nichts stehen. Also jetzt haben wir auch kein sechstes Geheimnis. Also von mir vielen Dank, dass ihr wieder so zahlreich dabei seid. Auch nächsten Monat gibt es natürlich wieder neue Webinare. Die stehen noch gar nicht fest. Ich glaube, die muss ich mal festlegen. Und ihr wisst, wo ihr die findet, auf der Website von JFD. Einfach kurz registrieren. Aber genauso natürlich die ganzen anderen tollen Webinare von meinen Kollegen, die da ebenfalls ganz schön ein was auf dem Zeug haben und gute Dinge präsentieren. Kann ich euch nur ans Herz legen. Da kann man auch mal innerhalb des Tages mal reinschauen und gute Analysen kriegen. Lohnt sich auf jeden Fall. Also, soweit von mir. Euch allen natürlich noch einen schönen Abend. Ihr wisst wie immer, nach der EZB ist vor der EZB. Und ja, und natürlich auch vielen Dank hier für
vielen Komplimente, die hier gerade schon reinpurzeln. Also freut mich sehr, wenn es euch gefällt, auch wenn es heute nochmal wieder noch ein bisschen abseits von allem anderen war. Also, schönen Abend noch. Macht's gut. Tschö.